Leute, ich bin Annika und heute bei Larissa im Zehnack. Hallo Annika, herzlich willkommen im Zehnack. Wir sind jetzt hier im Zoologischen Museum. Das gehört zusammen mit dem Mineralogischen und Paläontologischen alles zum Zentrum für Naturkunde. Hier stehen wir jetzt vor dem Wahrzeichen des Zehnack. Wir stehen jetzt hier vor dem Narwalschädel. Das ist besonders, da Narwale normalerweise nur ein Horn haben. Aber das ist sogar ein Weibchen, die haben normalerweise gar keine. Welches Tier sollte man denn auf jeden Fall hier gesehen haben? Ja, das ist auf jeden Fall Antje, unsere Walrossdame aus Hagenbecks Tierpark früher. Die war da sehr beliebt, weil sie konnte sogar Mundharmonika spielen. Bist du oft in der Ausstellung hier? Es geht. Ich bin manchmal hier unten und mache Fotos, die wir dann für Flyer oder auf Plakaten verwenden oder die ich eben auf unseren Instagram-Account stelle. Also das ist der eine Teil meiner Arbeit, aber die meiste Zeit verbringe ich halt mit Öffentlichkeitsarbeit im Büro. Und das zeige ich dir jetzt mal. Also hier schreibe ich jetzt an einem Wikipedia-Artikel, der ist soweit fertig. Den haben wir jetzt auch zusammen durchgearbeitet, ich und mein Kollege, damit inhaltlich alles stimmt. Und dann versuchen wir den mal auf Wikipedia zu stellen und hoffen, dass er halt angenommen wird. Hier haben wir unsere News-Seite, da stellen wir so pro Woche 1 bis 2 aktuelle Nachrichten drauf. Schreibst du dafür auch manchmal Texte? Ein paar habe ich schon geschrieben, ja. Hier bin ich gerade dabei, eine Ausstellung zu entwerfen. Das ist auch mein FEJ-Projekt, das ist auch aufwendiger als gedacht.